Man kennt es, man ist im Atlantik unterwegs, jagt fremde Handelsschiffe und U-Boote und auf einmal ist der Sprit leer. Und es ist immer so, man kann zwar verschiedene Maßnahmen treffen, um eben den Spritverbrauch zu reduzieren, aber wenn man dann irgendwann einfach zu wenig Sprit hat, dann ja, ist es ein Problem. Man kann hier Nachschub anfordern, das funktioniert auch teilweise. Das Problem ist halt, wie in meinem Fall, ich müsste jetzt gerade von hier oben nach BC08 für das Treffen mit dem nächsten Versorgungsschiff. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, das sagt er mir jetzt hier, BC8 ist möglich. Toll, ohne Sprit, also no chance. Den Spritverbrauch zu reduzieren, kann man über den Mann am Kartentisch hier unten oder eben auch über den Ingenieur, der daher an den Motoren rumschraubt. Aber schlussendlich, mit 4% Treibstoff passiert hier gar nichts mehr. Und mein Safe Game ist lost. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das Safe Game zu retten. Und das ist ein bisschen am Cheaten, hart am Cheaten, aber es ist nun mal so, weil in dem Game gibt es einfach keine andere Möglichkeit, wenn dir der Kraftstoff aufgeht. Und zwar muss man sich teleportieren. Und das geht wie folgendermaßen. Ich empfehle, zuerst in den Einstellungen in der Tastatur die Konsole anders zu belegen, weil das, was hier steht, stimmt einfach nicht. Tippt einfach den Buchstaben hier ein, setzt einen neuen Buchstaben und dann drückt den. Dann öffnet sich eine Konsole und dann tippt ihr genau das ein. Habe ich auch unten in der Videobeschreibung. Teleport 46.1 bla bla bla. Drückst du Enter, zack, bist du weg. Und wo stehen wir? Wir sehen, dass wir hängen. So. Konsole noch aus und wir sind tatsächlich hier im Port, also wir können hier auch anlegen. Das einzige Problem ist, wir müssen hier noch ein bisschen vorwärts fahren. Das heißt, man braucht ein bisschen Sprit. Null Sprit funktioniert auch nicht. Oder man muss sich vielleicht ganz nah daran porten, aber... Okay, das hat nicht funktioniert. Erstmal alles gerammt. So, machen wir hier noch den Koordinaten-Dings. Okay, man sollte vielleicht vorher die Koordinaten setzen und dann sich... Dann erst Gas geben. Sonst sieht das Ganze dann so aus. Ich habe Gott sei Dank Kollision ausgemacht. Also das Schiff ist völlig in Ordnung. So, und jetzt sollt ihr einlegen. So, und damit ist man safe. Also sprich, den kleinen Fehler, den ich gemacht habe, zuerst porten, dann den mit rechter Maustaste auf den Hafen klicken, um den Waypoint zu setzen und dann Gas geben. Das heißt, ihr braucht aber noch, wie gesagt, ein bisschen Treibstoff, um das Ganze zu erledigen. Ja, unten in der Videobeschreibung steht, wie gesagt, der Teleportbefehl und auch meine anderen Videos zu U-Boats habe ich noch ein paar gemacht, wo ich Fragen hatte, die ich dann irgendwann gelöst habe. Könnt ihr mal angucken und ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!